Wie schaffst du es, wieder in deine volle Verantwortung zu kommen? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und in diesem Video erfährst du, wie du mehr Verantwortung in deinem Leben übernimmst, wie du wieder verstehst, was wichtig für dich ist und warum es auch wichtig ist, Dinge für dich zu tun. Angenommen, du schaust dir dein Leben an bisher, reflektierst so ein bisschen, was ist denn passiert, was bin ich stolz, was hat mich glücklich gemacht, was hat mich weniger glücklich gemacht. Und du findest heraus, dass du eigentlich die meiste Zeit deines Lebens gar nicht das getan hast, was du machen wolltest oder was dich glücklich gemacht hat. Denn du warst immer für andere da, meist mehr für andere als für dich. Du hast dich voll reingesteigert in Themen, die anderen weiterhelfen, deinem Unternehmen, deinem Vorgesetzten, deinem Chef, deiner Partnerin, deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern vielleicht auch, Geschwistern, Freunde, wem auch immer. Und du spürst aber, dass es langfristig nicht gut gehen kann, weil es dir die Energie zieht. Es zieht dir deine Lebensenergie, die ja eigentlich für dich da ist und nicht für andere. Das mag zwar jetzt ein bisschen egoistisch klingen, ist es aber nicht, weil was passiert zum Beispiel, wenn du Kinder hast? Ich habe eine Tochter und eine wichtige Entscheidung, die ich getroffen habe, langfristig gesehen auch, dass ich mir gesagt habe, mir geht es zeitweise nicht gut, wenn ich meine Tochter nicht sehe, aber ich weiß, dass wenn ich nicht was mache gegen meine körperlichen Beschwerden, gegen mein Sodbrennen, gegen meine Wadenkrämpfe, gegen meinen Schlafmangel, dann werde ich irgendwann mal meine Tochter nicht erleben, wenn sie erwachsen ist, weil ich dann einfach ja, draufgehe an diesem Energiemangel, den ich mir ja, auferlegt habe, dadurch, dass ich nie mein Leben gelebt habe. Und wenn es dir auch so geht und wenn du vielleicht mit jemandem zusammenlebst, für den du gar nicht dankbar bist, dass du an seiner Seite aufwachst, oder du wachst in einer Stadt auf, die du gar nicht magst, die Leute, deine Nachbarn taugen dir nicht, deine Umgebung gefällt dir nicht. Es fehlt dir das Grün, es fehlt dir die Lebensfreude, es fehlt dir einfach das Gefühl, angekommen zu sein, da zu sein, wo du eigentlich hingehörst. Dann geht es darum, dich beim Schlawittchen zu packen und zu sagen, hey, was passiert, wenn ich noch 10 Jahre so weiterlebe? Das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich aus Paris weggezogen bin. Ich sage, ich will nicht länger in dieser Stadt leben. Und diese Stadt ist für mich seelenlos und sie ist zu stressig, zu chaotisch, zu schmutzig, auch was die Straßenverhältnisse angeht und zu unsympathisch. Die Leute sind viel zu hektisch, viel zu sehr vernebelt von ihrem materiellen Dasein, von ihrem Modebewusstsein, von diesem ständigen Stress in der Arbeit sich zu profilieren und das Beste ja, für ihre Arbeit zu tun, weil sie auch Angst haben, rausgeschmissen zu werden, weil es ein Angebotmarkt ist. Heißt, es gibt mehr Jobs, es gibt mehr Arbeitnehmer als Arbeitsplätze. Das heißt, jeder ist in 0, nichts austauschbar. Das ist ständiger Druck, ständiger Stress und diesen Stress wollte ich nicht mehr dem wollte ich nicht mehr ausgeliefert sein. Deswegen habe ich mich entschieden, ich gehe aus dieser Stadt weg und ich mache mich selbstständig. Und wenn ich die Unterstützung nicht von den Leuten bekomme, haben sie Pech gehabt. Aber es ist mein Leben und ich lebe es nur einmal. Und daher stell dir doch mal die Frage, hast du bisher dein Leben wirklich nach deinen Plänen gelebt? Hast du dein Leben nach deinen Vorstellungen gelebt? Bist du den Träumen deiner Kindheit hinterhergegangen? Hast du vielleicht geträumt, du wirst Astronaut werden oder du willst Seemann werden oder Pilot? Hast es aber nicht einmal versucht? Ich zum Beispiel wollte immer Förster werden oder Gärtner, weil ich die Natur liebe und immer maximal viel Zeit in der Natur verbracht habe und gleichzeitig diese Zeit, diesen Moment, diese Gefühle, angekommen zu sein in einer schönen Umgebung, in der Ruhe, in der Seelenruhe, das habe ich am meisten genossen.
Daher stell dir doch mal diese Frage. Und zweitens, stell doch mal die Frage, was funktioniert in deinem Leben? Was funktioniert nicht, was du tust? Was bringt dir Energie? Was zieht dir Energie? Mit was identifizierst du dich? Und was sagst du eher, nee, das ist eher, das mache ich mehr für andere als für mich. Also bist du gar nicht in der Identifikation, sondern du sagst, ich bin das nicht, das ist jemand anders, von dem es kommt. Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann beginnt auch wieder diese Maschinerie sich in Bewegung zu setzen. Das macht was mit dir innerlich. Fragen zu stellen, tut was in dir. Es bringt dich mehr in Verbindung mit deinem Herz. Es lässt den Verstand nicht mehr den Lenker spielen, der steuert und der ja auch mit dem Ego eng in Verbindung steht, sondern es lässt den Verstand wieder in Harmonie funktionieren mit deinem Herz, mit deiner Seele. Und dann kriegst du wieder ja, eine bessere Verbindung, einen Kontakt zu dir. Du stellst, ja, vielleicht kreiert sich wieder mehr dieses Bauchgefühl, wenn ich sage, auf was habe ich heute Lust zu machen? Wie geht es besser? Wie kann ich heute glücklicher sein? Wie kann ich heute die Dinge so tun, wie es sich für mich richtig anfühlt? Wie kann ich auch das aussprechen, was mir am Herzen liegt? Wie kann ich mit Menschen umgehen, dass es mir auch gut tut, dass ich am Ende mich nicht dafür schäme oder sogar bestrafe, weil ich was Schlimmes gesagt habe, weil ich sie kritisiert habe, weil ich sie niedergemacht habe. All diese Fragen sind wichtig, damit du zu dem wirst, wer du bist. Und du kannst immer besser werden. Du kannst was aus deinem Leben machen. Es ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Es liegt an dir, was du daraus machst. Und deswegen ist es so entscheidend, in die Verantwortung zu kommen, indem du Fragen stellst. Nämlich, ohne Frage gibt es keine Antwort. Und wie hat mein Coach so schön gesagt, die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität deiner Fragen ab. Also, wenn du das manifestieren willst, dann schreib's doch gerne als Hashtag unter das Video, als Kommentar. Hashtag, die Qualität meines Lebens ist die Qualität meiner Fragen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dir was gebracht, mehr Fragen zu stellen, dich mit dir zu beschäftigen, was aus deinem Leben zu machen. Du kannst es schaffen, du lebst nur einmal. Ich habe es auch gemacht. Es war teilweise mal ein bisschen schmerzhaft, aber glaub mir, langfristig gesehen die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. In dem Sinn, herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn dir es getaugt hat, setz gerne ein Like unter dieses Video, abonniere meinen Kanal, setz die Glocke drunter und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, mach's gut.